Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Na? Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Stiehl dich in den Winterpalast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Yasib sah, wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Suche nach Möglichkeiten, dich in den Palast zu schleichen. Es ist dunkel. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Wir gehen mal zu zweit zum Reinkommen hier. Oh ja. Und ist doch auch. Sehe ich ein paar Wachen. Linsen mit Limettensaft, Granatapfel und Zitrone. Und ist doch auch mal schön, wenn man nicht alleine ist, oder? Wie sieht die ganze Zeit außen lang schlecht? Los jetzt! Ich bin genau hinter dir, Mädel. Auch wenn ich glaube, dass das Ganze hier eine richtig böse Wendung nehmen wird. Wo guckt der hin? Die sind zwei. Och, Momo, hör doch mal auf, den Karton zu zerfetzen, Mensch. Das war jetzt. Ich wollte gar nicht so weit, ich wollte nur um die Ecke gucken. Ich kann kaum. Hast du die Gäste gesehen? Die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger. Ach, wahrscheinlich der Orden der Ältesten mit ihren komischen Masken. Zumindest hatten die ja jetzt oft genug so eine Masken immer auf. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um. Bitte sag mir, es ist einer von denen da oben. Was? Ich hab's gehört, aber... Der da! Ja, die pfeife ich nicht ran. Die sollen mal schön an mir vorbeilaufen. Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz. Wo ist denn die Patrouille jetzt hin? Da. Schnell.
Hast du einen Schlüssel gefunden? Natürlich. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm. Wir entlang. Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Ja, toller Plan. Ja, das Meine sieht Herren, stark nach Orden der Ältesten aus. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Böse Frage, böse Frage. Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Wofür? Geschnappt zu werden? Da kommt jemand. Oh. Hier lang. Sieht ruhig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Warum duckt er sich nicht mehr? Ich habe Angst, ich will da nicht so offen reinmarschieren. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Ja, mach doch noch mehr Lärm. Oh. So eine Disc kenne ich aus Relations oder wie das heißt. Revelation. Den dritten Ezio-Teil zumindest. Ja, genau. Gib mir das. Nein, nein. Kaputt. Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte, es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht. Bitte. Diebische kleine Ratte. Das war auch keine gute Variante, würde ich sagen. Lauf! Nihal, warte! Vater! Hass den Burschen! Der Kleine wird uns jetzt hassen. Augenblick! Bist du ja! Ohne Hilfe, das Gebiet ab! Schnell durch, 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 durch! Oh, verdammt, da ist noch eine Wache.
Wieso hat das Adlauge die Bedenmädels nicht angezeigt? Da drüben! Ich sehe ihn! Oh, wie viele sind denn hier? Ach, hier hätte ich mich dann sowas, hätte ich mich verstecken können, wa? Kann der mich denn sehen, wenn ich hinter ihm bin? Ja, irgendwie rennt er gerade, aber auch echt lahmarschig. Gehen die Fragezeichen wieder weg? Oder muss ich einfach irgendwann frei Schnauze raus? Der sucht noch, der hier. Die Gegner haben aufgehört zu suchen, du bist nun wieder unbekannt. Um Kämpfen zu entgehen, solltest du weglaufen und dich verstecken, wenn du entdeckt wurdest. Halte dich nicht in der Nähe der Markierung deines letzten bekannten Standortes auf. Okay, mir werden Verstecke doch angezeigt. Kann der mal bitte da weggehen? Vergesst mich einfach. Nihal, bist du hier? Ich ahne Böses. Nihal! Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich noch machen kann, außer essen, um meine Gesundheit wiederherzustellen. Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Das stimmt. Ich will nicht schweigen, ich... kann nur nicht erklären, was ich sah.
Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Ja, und erst recht, wenn du hier bleibst. Moment, ich muss den... Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen. Ich muss kurz den Kater rauslassen. Okay, es ist auch auf H. Wie bei Valhalla. Oh, das wäre jetzt doof, da lang zu gehen. Sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Das stimmt allerdings. Gehst du bitte? Da solltest du eigentlich nicht lang, du Idiot. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zu spät. Ein ganz kleines bisschen. Ich liebe es, wenn sie sich sogar an Kindern vergreifen. Ey, es ist ja unmöglich Basim. Immer. Basim! Wende deinen Blick ab! Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert! Wenn du nicht... Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehen. Ich wollte gerade sagen, aus dem Palast rausbleiben, dann wäre auch nichts passiert. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von dort drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Jetzt ist sie schuld, natürlich. Na, da, auf die Wendung mit den Beten freue ich mich ja schon. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollten. Ja, wo ist denn der fucking Anleger? Ich muss... Da lang. Du kannst nicht fliehen. Ich kann alles. Beachtet mich nicht. Da hinten ist mein letzter Aufenthalt, aber das kenne ich noch aus Unity. Bleib bei mir. Da können sie suchen, wie sie wollen. Da bin ich nicht mehr.
Na, meine kleine Mine. Bleibt ruhig. Da, wieso geht er da nicht drauf? Hey! Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Lauf! Ja gut, auf das Schiff, aufs Boot zu flüchten, macht jetzt natürlich keinen Sinn. So schnell kommt man mit dem Ding da nie weg. Was hast du vor? Nicht nachdenken. Ja, Todessprung! Ubisoft Original. Warum hat denn der plötzlich oben rum keine Klamotten mehr an? Ach so, er träumt wieder, okay. Nee, er träumt nicht, er hat trotzdem obenrum keine Klamotten mehr an. Was passiert? Ein Reh! Oder was auch immer das hier sein. Nee, das kann ja kein Reh sein, eine Gazelle oder sowas. Ein neuer Tag, eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. 2 Monate, ach so, alle nur 2 Monate später. Okay. Was ist in der Zeit passiert, hallo? Ich bin gerade, ihr werdet hier gerade ein bisschen reingeschubst. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Okay, er wurde aufgenommen. Was für eine Überraschung. Übe den Todessprung. Ja! Wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Da freue ich mich jedes Spiel aufs Neue drauf. Wenn man den zum ersten Mal lernt. Ja, plane deine Strecke so. Ich plane irgendwie nie. Ich kletter einfach. Sachte, Basim. Sachte. Spring! Jetzt! Ja, Meisterin!
Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Willst du in dem Heuhaufen dein Lager? Das war toll! Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht. Ich hab doch die Leertaste gedrückt. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Oder kann man das nicht schaffen? Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Okay, es war nicht, lag nicht an mir. Besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ein neuer Anfang. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Jetzt ist Nihal ja ganz alleine. Wie geht es Nur, dem tapferen Adler? Wird er fallen oder emporsteigen? Du wirst emporsteigen, Sadiki, wenn Allah es so will. Danke. Wir haben ein ähnliches Gemüt, weißt du? Wie kommst du denn darauf? Einer der Banu Musa war wütend auf dich und das ließ dich völlig kalt. Weißt du noch? Ich hatte seinen Hammer nicht angerührt. Du wolltest dich nicht für etwas entschuldigen, das du nicht getan hattest. Stur wie ich. Das weiß ich zu schätzen. Dann sind wir uns einig. Hast du Fulad im Lager gesehen? Ja, er unterhält sich mit Ahmad bei seiner Schreibstube. Auf ein Wiedersehen. Ah, was ist das in der Ecke? Hier, eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El-Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulad. Bis später dann. Also ich glaube, das wird... Also Nihal wird garantiert nochmal vorkommen und wahrscheinlich wird das ein ganz schön böses Ende nehmen. Du hast mich damals einfach allein gelassen. Ich habe nur versucht, dich zu beschützen oder irgendwie sowas. Das ist es nicht. Nein? Hier kann ich was lesen. Vergesst die Federn nicht, Fulad, erinnere die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, oft, dass sie nicht auf den Abfallhaufen der Geschichte enden. Ah, ja, stimmt, die Blutfeder kennt man auch noch. Aus dem ersten Teil. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiden lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Chorajan. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Findest du?
Wahrscheinlich das hier aufgerollte, oder was? Ja! Unsere Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Ein Verräter. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Achso, oder vielleicht kein Verräter, aber offenbar wird das schwierig mit den Kontaktleuten. Bringe Streifen. Also die Tahririan, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Das werden wir herausfinden. Nani, nani, nidor, kann ich hier lesen. Lass mich ziehen, also ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Roshan, niemandes Tochter, Schwester vieler. Ich ertränke meinen Schmerz in der Bruderschaft. Dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben, denn die Sache ist grausam zu unseresgleichen und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin, suche nicht länger nach mir. Die erste Klinge. Liebe Roshan, ich lege meinen Brief, ein seltenes Fundstück bei, eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge der Ersten. Du siehst ihren Namen, Xerxes Schrecken. Dies war Darius' Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahrer nach einem Verrat jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Ich dachte mir, das Bild seiner Klinge sollte in sein Geburtsland zurückkehren und zu dir, Itchamos der Grieche. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Kommt, glaube ich, auf Odyssee, bin mir jetzt aber jetzt nicht ganz sicher. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayid. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Schwiegervater von Cassandra hat sich verändert. Es ist gefährlich. Ja. So macht das Spaß. Rivka? Basim, streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Schick. Spiel Und damit nicht Schwert. So rum. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Gehe zum Übung mit den Wurfmessern. Sprich mit dem Verborgenen zu lernen, wie man die Wurfsmesser als Hilfe plant. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Rüste ein Hilfsmittel aus, indem du G gedrückt hältst, um das Hilfsmittelrad zu öffnen. Zusätzliche Felder für Hilfsmittel werden mit der Zeit im Fertigkeitenbaum verfügbar.
Halte den rechten Maustaste gedrückt, um mit einem Wurfmesser zu zielen. Drücke, um die linke Maustaste zu werfen. Gegner an Stellen ohne Rüstung zu treffen, ist effektiv. Bei Allah, ein guter Wurf. Du hast mich dazu gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg. Okay, ich hätte nicht gleich alle nehmen sollen. Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass ich nur 4 nehmen kann. Friede sei mit dir, Sadiki. Friede sei auch mit dir. Hat Fulat dich geschickt? Nein, hat er nicht. Du hilfst also nicht bei diesen Felsen? Ich bin sicher, du meinst einen anderen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das Problem hier lösen. Dann will ich mal. Nicht stören. Uiuiuiuiuiui. Ja. Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rifka mir das gab. Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Das stimmt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das... Da lässt er sich noch ein bisschen außer Reserve locken. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ja! Ich warte auf dich. Ausgezeichnet! Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Genauso! Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche, meine Angriffe zu parieren. Ja! Das ist gut! Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Gute Arbeit. Das war's. Denk nicht zu viel nach. Ja, genau so. Da, das war wieder zu früh. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Oh.
Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Nimm das! Wo kam das denn her? Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Oh doch. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald.